Hallo lieber Krebs, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine erste Monatshälfte für den Monat Januar 2024. Ja, das kann gut sein, du wirst dieses Video noch im 2023 anschauen. Das ist momentan bei mir so, dass ich nur ein Video schaffe. Das ist ja klar. Man nützt auch die Zeit mit der Familie und deshalb weiß ich noch nicht, wann das Video rauskommen wird, aber das wird reichen, ja. Das wird dir reichen, du hast noch wirklich Zeit, um es dir anzuschauen, um dass die Dinge auch resonieren könnten. Bitte bedenke auch, ja, lieber Krebs, dass nicht alles mit dir resonierbar ist. Erstens, weil es kollektiv ist, ja, und zweitens, weil die Energie jedes Mal etwas anderes preisgibt, ja. Was du aber machen kannst, ist, hör dir deinen Aszendent, der spielt eine große Rolle, deinen Mond und deinen Venus-Sternzeichen, ja. Falls du jetzt auch sagst, Katja, ich bin ein Crosswatcher, ich habe das Gefühl, ich resoniere mit einem anderen Sternzeichen, kannst du das gerne machen. Du kannst dir gerne den Sternzeichen von jemand anderen anhören oder je nach Intuition, ja, wohin leitet dich deine innere Stimme, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, gut, dann würde ich sagen, lieber Krebs, legen wir los, ja, für dich einmal mit den Hexen. Götter und die Miezenkatzen, die süßen Katzen. Mal schauen, was für eine Botschaft für dich dabei ist, ja? Für die erste Monatshälfte von Januar 2024, ja? Das, für mich ist es auch gerade nicht einfach, 2024 zu sagen, weil ich ja noch im 2023 bin. Aber irgendwie muss ich ja auch ein bisschen vorarbeiten. Sonst bleibe ich wieder hinten, ja? Und dann ist es viel Arbeit, ja. Das ist klar, man möchte ja auch, dass die Abonnenten auch zufrieden sind, dass sie quasi auch die Videos da sehen, wenn die Zeit auch kommen könnte. Und eventuell könnte es auch sein, dass es für dich eine aktuelle Situation ist. Du erlebst gerade die Situation, ja. Wir sehen mit den Karten alles hier und jetzt. Und das ist hier eine Miezekatze, dachte ich mir doch. La cura dice. Oh, schön. Lieber Krebs, passt total zu dir. Ich sag dir gleich, wieso, weil das wird dein Jahr sein auch. Ja, also der Krebs bekommt einen Benefit im 2024. Leute, ihr habt alles mitgemacht. Nur ihr wisst es, was ihr alles mitgemacht habt. Ja, ihr kleine Krebsmenschen da draußen, was alles auf euch zugekommen ist in der Vergangenheit, in den letzten Jahren. Also, jetzt kümmerst du dich um dich selbst. Du bist hier im Mittelpunkt. Du darfst hier quasi sagen, okay, es geht um mich. Es geht hier nur um mich, ja, nicht um den anderen. Ich muss nicht jedes Mal mich um die anderen kümmern, ja. Ich darf nicht immer zu streng sein zu mir selbst. Ja, also ich denke, du kannst hier etwas Schönes für dich machen. Du gönnst dir etwas. Du kannst dir auch einen Urlaub gönnen. Du kannst dir ein Weekend gönnen, indem du sagst, ich gehe für ein paar Tage in das Spa. Ich brauche Relax. Ich habe wirklich sehr viel gearbeitet. Also das ist wirklich, indem du dich mit dich selbst beschäftigst. Und lieber Krebs, da ist nichts falsch. Ja, weil die Gesundheit, wenn wir gesund sein wollen, ja, sollten wir zuerst immer an uns selber denken. Das heißt jetzt nicht, dass du egoistisch sein solltest, dass du nicht auf die anderen achten solltest, aber wenn du dir diese Liebe gibst, dir diese Aufmerksamkeit schenkst, automatisch bekommst du das auch für die anderen. Wenn du aber nicht fit bist und keine Power, das ist wie wenn ich jetzt sage, Ich möchte lieber jetzt etwas für mich tun, dann habe ich mehr Kraft für meine Kinder. Versteht ihr, was ich meine? Was nutzt es jemanden, wenn man da ist, wenn man bei der Arbeit ist, aber krank ist? Das ist nicht gut. Das ist auch nicht schön, ja? Okay, gut. Also ich brauche da gar nicht viel zu sagen, weil du bist im Mittelpunkt, lieber Krebs. Ja, also es geht alles hier um dich selbst. Alles dreht sich hier um dich selbst, ja? Das hier könnte auch die Gesundheit eine große Rolle spielen. Ich brauche einfach eine Auszeit. Ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Ich habe bis jetzt immer alles organisiert. Ich habe sehr viel gemacht. Ich könnte mir hier auch eine Mama vorstellen, ja? Eine Mama, die sich immer um alle kümmert. Ein Papa, der sich immer um alle kümmert, ja? Also ich sage das immer wieder, Krebs, Mamas, Papas sind wirklich gute Eltern, ja?
Das sind, ich sag mal, vom Zodiac sind es die Teddybears. Ja, die Teddybears, die dann gerne auch, ja, zeigen den Kindern, ja, viel, viel wirklich tun. Aber manchmal vergisst man sich selbst in der ganzen Sache. Okay, was haben wir hier? Die Stärke. Die Stärke von dir selbst, die Stärke von den anderen, die schwache Seite von den anderen und die schwache Seite von dir. Ja, wir haben jetzt hier diese wunderschöne Liebesorakelkarten, die aber auch zu uns selbst reden. Nicht nur für eine Partnerschaft. Hier kannst du Single sein, das spielt gar keine Rolle. Ich mache immer extra eine Legung, ja. Das ist die Liebeslegung. Das hat jetzt eher... Ich konzentriere mich eher hier auf den einzelnen Sternzeichen. Ja, natürlich haben wir Beziehungen mit anderen. Das dürfen wir nicht weglassen. Das ist klar. Aber ich denke, man versteht hier, ich habe eine Stärke, ich habe eine Schwäche. Ja, und das hat jeder von uns. Und genau das ist wichtig zu verstehen. Was bringt der andere mit? Ja, wo werden wir ganz? Das ist immer die Frage. Was kann der andere bringen in der Beziehung, damit die Beziehung funktioniert? Also man kann nicht immer sagen, ich bin der Beste, ich bin die Beste und die Beziehung funktioniert nur dank mir. Nein, die Beziehung funktioniert dank beider Menschen, ja? Und jetzt ist es der Input, denke ich, bei dir, lieber Krebs, indem du sagst, ich erkenne meine Stärke. Ich habe bis jetzt Beziehungen gehabt oder Situationen gehabt, in denen ich immer als schwache Person dargestellt worden bin. Ich habe mich nicht bewiesen können. Ich habe nicht gezeigt, meine wahre Essenz. Und das hat mir wehgetan. Ja? Und jetzt zeigst du deine Stärke. Deine Stärke hat nichts mit dem Aussehen zu tun, deine Muskeln. Ja? Wir reden jetzt nicht über dem. Wir reden tatsächlich über die innere Kraft. Natürlich kann das auch gut sein, dass du dich jetzt im Materiellen auch veränderst. Also ich denke mir, mit dieser Karte kann das auch gut sein, dass viele Krebsleute auch etwas Äußerliches machen für sich selbst. Du musst das nicht tun, weil die andere dich hübsch finden soll. Da scheißt man drauf, wirklich, weil der eine findet dich schön, der andere findet dich wieder nicht gut, der andere hat das zu meckern, etc. und etc. Leute, wir sind 8 Milliarden Menschen, wir können uns nicht alle gefallen. Ja, das ist klar, wenn du jetzt schon 1000 Leute in einen Raum nimmst und du fragst nach einer Meinung. Jeder wird wahrscheinlich seine eigene Meinung äußern, ja, und wir kommen nicht immer auf einen Kompromiss. Das ist schwer, das ist sehr schwer. Aber das Einzigste, was mich interessiert hier in diesem Raum, wo 1000 Menschen sind, ist, wie du dich fühlst, lieber Krebs. Wo ist deine Stärke? Was kannst du geben den Menschen da draußen? Woran bist du gut? Und das erkennst du hier. Das gibst du weiter. Du sagst, hey, ich habe diese Seite von mir. Ich kann eine Beziehung führen. Ich kann nicht nur, wie sagt man das, kassieren. Ich bin jemand, der auch geben kann, ja. Ich bin jemand, der auch diese Fähigkeiten hat. Und das Gleiche passiert auch beruflich. Lieber Krebs, das ist jetzt der Startpunkt von der Astrologie her, dass du 2024 dich beweisen tust. Dass du zeigst, ich bin nicht der Mann, die Frau, die immer nickt. Das ähnelt sehr auch, sagen wir mal, den Waage. Das ist das Kollektive. Ich habe ja schon erklärt, wir haben den Mondknoten in Widder. Das bedeutet Nordknoten in Widder und Südknoten in Waage. Wir sind müde, immer Ja zu sagen. Wir sind nicht mehr die Ja-Sager. Wir sind nicht die Person. Und übrigens, was ich auch noch geguckt habe, ich bin so eine, ja, ich kann nicht anders. Ich musste schauen, was Elon Musk ist für ein Sternzeichen. Und voilà, er ist Krebs. Er ist jemand, wenn man ihm zuhört, dass er wirklich an die Familie hält. Und wer nicht, ist so. Der Krebs an sich, der Krebs, ich rede von der Energiekrebs. Ja, ich weiß nicht, wie du bist. Jetzt natürlicherweise, wenn man jetzt den Elon Musk reden hört, versteht man gleich, ja, in dem Gespräch, dass ihm die Familien, wie sagt man das, wichtig sind, auch wenn er jetzt geschieden ist, von anderen Frauen Kinder hat. Wir wollen nicht verurteilen, ja, wir sind nicht da, um andere Menschen zu verurteilen. Jeder hat mal Krise, jeder hat mal eine Situation, die nicht gut läuft. Was wichtig ist, ist, was ihr aufbauen möchte. Ja, da bin ich auch, das habe ich gestern die Zwillinge gesagt, ein bisschen bin ich da immer vorsichtig bei solchen Menschen, ja, weil das ist so, wenn man die Macht hat, das Geld, kann man schnell zu der anderen Seite rücken. Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht
gegen die Menschheit ist. Er hat halt seine Träume, ja. Und was ich jetzt mit dir assoziiere, ist, lieber Krebs, dass du immerhin die anderen vorne setzt, ja. Und du machst dir immer Sorgen, wie geht es mein Liebender, die Menschen, die ich liebe. Wenn sie unglücklich sind, bin ich auch unglücklich. Und ich kenne dieses Gefühl, ja. Der Krebs ist so, der Krebs will die Menschen um sich glücklich haben. Und man, also ihr seid die Personen, das ist ja klar, du bist ein Wasserelement, der eigentlich viel tut für die Menschheit, ja, allgemein. Du könntest auch eine Person sein, die wirklich eine Wirkung hat auf andere, ja, du könntest hier auch ein Vorbild sein für andere, aber ich denke, dass du jetzt hier das alles, der ganze Druck, das ganze Ding wird jetzt abgenommen und du kommst wirklich raus, wie du bist. Ohne Schleier, ohne Filter, sondern das, was du wirklich erreichen willst. Und das genauso beruflich, weil wir jetzt, ich habe jetzt extra Elon Musk genommen, ich habe mich erkundigt, was er für ein Sternzeichen ist. Für mich ist es wichtig, Leute. Ich achte immer auf die Sternzeichen. Wasser ist im Human Design. Natürlich, er hat viele Ideen. Das habe ich mir nicht anders denken können, dass er ein manifestierender Generator ist, weil er ganz viele, also er hat viel Energie und er drückt das aus. Ja, das ist phänomenal. Er kreiert und er drückt es in dieser Materie aus. Leute, das passt, das ist perfekt, ja. Und auch was wichtig ist für mich, ja, lieber Krebs, dass du deine Wahrheit in diese Welt bringst, was du willst, ja. Das ist wichtig, weil die Krebsmenschen haben sich sehr oft unterdrücken lassen, ja. Also sei es bei der Arbeit, sei es in Beziehungen, privat, mit Freunden. Das ist wie wenn ihr immer die Ja-Sager seid. Also mit den Sternzeichen, unter den Sternzeichen im Zodiac seid ihr oft die Ja-Sager. Das ist so schwer, ein Nein zu sagen. Und diesen Nein solltet ihr lernen, ja. Das ist wichtig, weil es geht hier um dich, lieber Krebs, ob du jetzt Frau oder Mann bist, ja? Sehr, sehr schön. Machen wir weiter. Also ich könnte stundenlang reden, ja, wenn es um Sternzeichen geht. So, schauen wir mal, was auf dich zutreffen könnte. Die erste Monatshälfte kann aber auch hinausgehen. Kann gut sein, du hast es schon erlebt. Ihr wisst ja, mit den Karten sieht man alles hier und jetzt. Und normalerweise sind Tarotkarten, Orakelkarten, also eher Tarotkarten. Tarotkarten sind dazu da, um deine unbewusste Seite darzustellen. Ja? Orakel, sagt ja schon das Wort Orakulum, ist eigentlich eine vorhersehbare Situation. Man hat die Orakeln gefragt, die Götter haben den Orakeln gefragt. Das ist ja klar. Sie haben nichts gemacht. Sie haben sich nicht bewegt in der alten Mythologie. Die Römer haben selber den Orakeln gefragt. Kann ich das? Werde ich gewinnen den Krieg? Werde ich das schaffen? Versteht ihr, was ich damit meine? Ja, und es gibt Menschen, die haben diese Fähigkeiten, ja? Ritter der Stäbe und da kommt jetzt Feuer. Da brennt's, ja? Gucken wir mal, was es hier geht. Aha, und drunter hast du drei der Münzen. Gefällt mir. In dir steckt mehr, als du glaubst. Wenn du Erfolg haben möchtest, ich zeig's dir ganz kurz, dann lebe deine Leidenschaft und mach das, was du am besten kannst. Frag dich, für was du brennst. Da haben wir ja den Ritter der Stäbe. Ich krieg Gänsehaut. Das ist dein Weg. Wow, mach weiter. Love Letter. Dein Herzensmensch ist bereit, an eure Beziehung zu arbeiten. Es wird stabil. Wow. Okay, nicht schlecht. Aber wir reden jetzt hier über dich, okay? So, Ritter der Stäbe. Sei bereit, ein Risiko einzugehen. Hör auf dir, den Kopf zu zerbrechen. Aha, jetzt denke ich doch gerade, hä? Sondern komme ins Handeln. Sei spontan und wage einen großen Schritt. Denn dieser wird dich zum Erfolg führen. Wow. Also nicht lange überlegen. Tun, handeln. Manchmal, also ich möchte jetzt hier niemanden hetzen, aber es ist nicht eine Sache, indem du sagst sofort, okay, Katja, ich sollte jetzt handeln. Nur wenn du das spürst, lieber Krebs, nur wenn du sagst, okay, Katja, ich will das, ich fühle das und dann schon, ja, ohne Grund, nee, lass es sein. So, Love Letter, es liegt ein Prickeln in der Luft, pass auf, denn es kommt, nee, es könnte einen, Strohfeuer sein. Ah, das ist das, was ich immer meine im Italienischen. Fuoco di Ball. Also bei uns, wenn man sich verliebt, es gibt Phasen.
Ja, und manchmal ist es vielleicht auch eine Phase, in dem man vom Feuer genommen ist. Man hat sehr Attraktion gegenüber dieser Person, aber dann verschwindet das. Wie es gekommen ist, kann diese Situation auch verschwinden. Also man sollte hier vorsichtig sein, jetzt mal auch wirklich überlegen. Also ich denke, der Ritter der Stäbe ist jemand, der handelt. Jemand, der sich schmeißt. Okay? Ist gut, wenn die Situation es so will. Aber wenn du jetzt sagst, lieber Krebs, ich habe das Gefühl, ich sollte das nicht, dann mach es nicht, ja? Bevor du dich dann verbrennst, weil wir wollen hier uns nach dir richten, ja? Das ist klar, wenn du das Gefühl hast, nee, Katja, das ist nichts für mich, dann lässt du es sein. Okay, machen wir weiter mit den Emotionen und den Gedanken. Sehr wichtig, was die Emotionen und die Gedanken uns sagen wollen bezüglich deiner Situation. Kann aber auch gut sein, das sind die Gedanken, die Emotionen von jemand anderem. Perseveranza, chiarezza. Wow, du hast schöne Karten, sehr schöne Karten. Allontanamento. Okay, guck mal. Du hast hier einen Pluspunkt. Ich sag es dir gleich, wieso. Gleich sage ich es dir, wieso. Guck mal, kranke Liebe. Du hast dich entfernt von jemandem. Das hast du gut gemacht. Bleib dran. Lass dich ja nicht überreden von diesem Ritter der Stäbe. Das kann auch gut sein, dass es der Ritter der Stäbe. Der ist sehr feurig, ja. Er kommt in deinem Leben, zeigt dir, beweist dir gewisse Dinge. Ich weiß, wir wollen jetzt hier nicht über Liebe reden, aber ich kann das nicht anders umsetzen. Es kommt jemand in deinem Leben, ja. Und diese Person kommt und bringt dein Leben durcheinander. Stravolge la tua vita. Das ist aber nicht richtig, weil diese Person könnte das andauernd machen. Stell dir jetzt mal vor, du sagst, lieber Krebs, das ist jemand aus der Familie. Das ist jetzt nicht die Liebe, sondern das ist jemand anderen, ja? Zum Beispiel ein Verwandter, Schwester, Bruder, jemand, in dem du liebst, Mama, Papa, ja? Jedes Mal, wenn diese Person kommt, erfahre ich das. Das ist nicht schön. Das ist für mich nicht positiv. Und du hast dich von dieser Person entfernt und das tut dir gut. Du siehst den Unterschied. Du merkst den Unterschied zwischen jetzt und dann. Zwischen diesen, er ist da, sie ist da und dann sie ist nicht mehr da. Weil das ist eine kranke Situation, eine kranke Liebe natürlicherweise. Kann aber auch gut sein, du bist hier der Ritter der Stäbe, du bist hier der Mann und du sagst, okay, ich will jetzt nicht mehr. Ich mache das, was mein Herz mir sagt, meine Leidenschaft. Ich entferne mich sofort. Ich handle hier, weil das ist gut. Du bringst hier Klarheit, bleib dran. Und mach das, was dir, was du denkst, was du fühlst. Ja, lieber Krebs, lass dich ja nicht von anderen überreden oder lass dich jetzt auch nicht von dieser Person, die hier etwas sagen könnte. Ich weiß nicht, wer das ist, aber das ist keine gesunde Situation. Und du hast es gut gemacht, wenn du dich entfernt hast, okay? Du kannst aber hier auch sagen, ich bin ein Crosswatcher. Ich habe mich vom Krebs entfernt. Eine kranke Liebe. Jemand, der sehr impulsiv ist. Gut, dann hast du dich entfernt. Bleib dran. Perseveranza. Verlier nicht die Kontrolle. Bleib dran, halte das, ja. Und ja, nicht dieser Person Dinge versprechen oder diese Person in deinem Leben wieder reinlassen. Weil du wirst das merken, wenn diese Person wieder reinkommt. Okay? Okay. So, dann machen wir weiter mit diesem wunderschönen What's the Tea. Mal schauen, was sie uns hier noch sagen können bezüglich dieser Person. Weil, guck mal, in dein Leben ist jetzt Klarheit. Du siehst mehr. Du siehst wirklich jetzt, was die Sache ist. Und wenn diese Person wieder in deinem Leben kommt, kann das verschwinden, kann die Klarheit verschwinden, ja? Und das wollen wir nicht. Ich weiß nicht, wer das ist, okay? Du kümmerst dich um dich selbst, lieber Krebs, vergiss es nicht. Bitte lass dieser Person das nicht zu, dass er jetzt hier das machen darf mit dir, dass er das tun kann mit dir, weil du verdienst mehr, du verdienst eine richtige Liebe, du verdienst jemand, der dich wirklich liebt, okay? Auch wenn das jetzt hier eine Schwester, ein Bruder ist, du verdienst dein Glück. Du verdienst nicht so eine Situation. Leute, wir sind verwandt, das stimmt. Wir haben Brüder, wir haben Schwestern. Aber Leute, wir sind nicht in der Seele mit diesen Menschen unbedingt verwandt. Das ist wichtiger. Wichtiger, man denkt in der Materie Blut. Blut, wir sind Blutbrüdern, ja, Blutsschwestern.
Das heißt aber nicht, dass wir unbedingt zusammengehören. Leute, bitte, das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Rudolf Steiner sagt es, es gibt Seelen, die hierher kommen, die einen Plan haben. Es gibt Seelen, die kaum miteinander irgendwie agieren. Also ich kenne viele Leute, die Geschwister sind, Brüder, aber nichts zusammen. Sie haben nichts, was man sagt, okay, wir gehören zusammen, sondern wir sind gekommen, wir haben uns inkarniert, wir haben uns diese Familie ausgesucht, weil wir ein Karma da haben. Das ist alles. That's it. Ja? Nichts mehr, nichts weniger. Und bei dem Krebs verstehe ich das gut. Der Krebs ist jemand, der oft tendiert, ja, die Familie an der erste Stelle zu setzen. Natürlicherweise kommt es immer drauf an, ist es jetzt deine eigene Familie, die du kreiert hast, oder ist es die Familie, in der du sagst, Schwester, Bruder, vergessen wir das. Ich bin jetzt ganz ehrlich, lieber Krebs, ich weiß, das hört sich jetzt nicht so gut an, aber Bruder und Schwester ist man zu Hause, ja? Später, jeder hat seine Ideen, du wächst, du hast deine Ideen, du hast deine Familie, ja? Du möchtest deine Familie nach vorne bringen. Das heißt jetzt nicht, dass du egoistisch bist, dass du gemein bist gegenüber deinen Schwestern oder deinen Brüdern, egal wer das ist, oder deine Eltern. Aber du denkst an deine Situation und hier ist es wichtig, dass du an dich denkst. Ja, wahrscheinlich hast du an die anderen immer gedacht oder du machst dir immer den Kopf kaputt. Du reißt dir immer, ah, was machen meine Geschwister? Wieso redet meine Schwester nicht mit mir? Wieso ist mein Bruder so? Wieso muss er sich so benehmen? Leute, das ist nicht dein Problem. Ich weiß, es hört sich jetzt wirklich gemein an, aber das ist nicht dein Problem, weil wir machen uns verrückt und du wirst krank und dir geht es dann nicht gut. Wieso? Wegen den anderen. Machen sich die anderen auch solche Gedanken? Das ist die Frage, die du dir stellen sollst, ja? Lieber Krebs, ich weiß, wie nett du bist. Ja, ich weiß es, was du für ein Herz du hast. Ich rede jetzt gerade von dem Krebs, ja? Ich weiß nicht, wer du bist da draußen, aber ich weiß, dass der Krebs einen schönen, guten Herzen hat, ja? Und jeder nutzt das immer aus von dem Krebs. Und irgendwann mal hat es ein Ende. Und 2024 werdet ihr oft auf die Probe gestellt. Das ist eine Herausforderung, die für euch da ist, ja? Ihr werdet immer Menschen kennenlernen, die das vielleicht ausnutzen werden. Aber du sollst stärker sein. Du sollst sagen, ich kommandiere. Ich bin der Herrscher von meinem Leben. Und ich sage, wer das verdient und wer das nicht verdient, ja? Leute, man kann nicht immer nehmen, okay? So, und hier haben wir Probleme. Situationen. Jemand ignoriert die Situationen mit Geld finanziell. Kann ja gut sein, wie ich ja gesagt habe. Ist es jemand aus der Familie, Vater, Mutter, Sohn, Tochter? Vielleicht hier ist hier jemand bankrott gegangen, hat die ganze Zeit das ignoriert, die Situation, ja? Hat die ganze Zeit sich da etwas vorgestellt, ja? Ich kann das reparieren, ich kann das schaffen. Und gerade da, wo du jetzt die Situation beherrschen möchtest, haben wir hier Hater. Also wir haben hier Menschen, die warten, dass du fällst. Wie kann ich das sagen? Lieber Krebs, die warten, dass du hier von der Situation fällst. Das ist wie wenn du sagst, okay, zum Beispiel, ich habe jetzt hier einen finanziellen Problem, ja? Ich bin jetzt bankrott. Okay, mit meiner Familie. Die Dinge laufen nicht so, wie sie laufen sollte. Und auf der anderen Seite habe ich Menschen, die tatsächlich das warten. Das könnten die eigene Verwandte sein, das könnten hier Schwester, Brüdern sein oder tatsächlich einer von deinem Sohn oder deine Tochter hat diese Probleme. Man hat aber das ignoriert. Man hat das ignoriert. Leute, das ist kein Scherz. Man scherzt nicht mit Geld, das ist klar. Geld ist eine Materie, das ist ein Instrument, du kannst es im Guten, im Schlechten nutzen, aber manchmal ist es wichtig zu sagen, hey, guck mal, was für ein Problem wir haben. Also es geht hier auch um finanziell, das geht hier nicht nur um die, wie sagt man das, um die zwischenmenschliche Beziehung, es geht hier um Geld, um Kohle, ja? Das kann gut sein, du sagst hier, mein Mann oder mein Partner hat jetzt Schwierigkeiten, okay? Wir haben das Ganze nicht ignoriert, aber wir haben nicht die Aufmerksamkeit geschenkt. Wir wussten nicht ganz genau, ja, um was es hier wirklich geht. Und jetzt auf einmal bekommen wir das ins Gesicht gestellt. Also das Leben hat uns das gezeigt.
Das Leben hat uns vor dieser Situation gestellt. Und jetzt ist die Frage, werden wir da rauskommen? Werden wir das schaffen? Ja? Also ich denke, dass hier irgendwelche Schwierigkeiten sein könnten, ja? Die finanziell sind. Und die sind nicht einfach. Ich weiß jetzt nicht, ist es vielleicht jemand aus der Verwandtschaft, lieber Krebs, indem du sagst, Katja, ich versuche zu helfen. Oder ich bin immer der Mann oder die Frau, die hier immer alles reparieren muss. Und du schaffst das nicht mehr, du willst das nicht mehr, ja? Und wie ich ja hier sage, es gibt auch Menschen, sie warten, das sind wie die Geiern, Lavoltoi, dass du hier fällst. Also sie hassen dich im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind keine wahre Verwandte, das sind keine wahre Freunde, sondern sie sind mit dir vielleicht nur befreundet, weil du ein Niveau hast, weil du eine Position hast. Verstehst du, was ich sagen will? Also das ist keine wahrhaftige Freundschaft. Also ich denke, lieber Krebs, hüte dich vor solche Personen, ja? Okay, so, jetzt schauen wir mal con la Sibylla. Mal schauen, was die Karten uns hier preisgeben bezüglich der Situation, was euch geschehen sollte oder was auf dich zutreffen könnte. Bitte bedenke, dass diese Legung hier nicht mit der hier resonieren kann. Also das muss nicht unbedingt sein, könnte aber sehr ähnlich sein. Ja, siehste. Ja, siehste. Bleib dran, La Costanza, die gleiche Karte, also Perseveranza, also wer jetzt das googeln möchte. Das ist jetzt hier keine Situation, in dem ich das erfinde. Du bist hier sehr stark. Du sagst, ich halte an dieser Situation. Ich möchte hier kämpfen. Ich werde hier nicht aufgeben, okay? Es ist wichtig, egal was kommt, egal was die andere Person dir bieten kann, egal was es ist, okay, lieber Krebs, du bleibst dran, du bist stark. Du bist jemand, der hier die Zähne auch zeigt, weil hier geht es um Feinde. Du bist hier umrandet, also du bist hier circondato. Das ist wie wenn du um dich Feinde hast, die nicht ehrlich sind, die warten, dass du fällst. Also wie gesagt, du könntest hier ein Geschäftsmann sein, das könnte gut sein, dein Mann ist es, jemand aus deiner Familie. Ihr habt hier irgendetwas, ich weiß nicht, es ist ein Familienbetrieb, irgendetwas, was auch mit Geld zu tun hat. Und du hast hier Feinde um dich, aber du bleibst dran. Du bist stark, sei stark, lass dich nicht von anderen fertig machen. Die anderen warten, dass du fällst. Die anderen haben dich vielleicht hinterm Rücken, wie sagt man das, accoltellato, sagt man bei uns, hinterm Rücken mit dem Messer gestochen. Ja, das ist metaphorisch gemeint. Das ist wie wenn diese Leute hier warten, dass du wirklich versagst. Und dieses Versagen ist dann la gioia, das Glücklichsein von diesen Menschen. Das ist nicht korrekt. Das ist überhaupt nicht korrekt. Könnte aber hier auch ein Arbeitskollege sein, indem du sagst, Katja, jedes Mal macht dieses Arbeitskollege dasselbe mit mir. Legt mich rein oder versucht immer jedes Mal zu zeigen, das kann ja auch gut sein, dem Chef oder wie das auch immer ist, zu zeigen, dass er besser ist. Aber diesmal ist es nicht so. Lieber Krebs, du gibst nicht auf. Du bist jemand, der hier nicht an den ersten La Prima Tentativa, also dass du jetzt sagst, okay, diese Person macht etwas und ich habe Angst. Nein, ich habe keine Angst. Ich überwinde. Ich überwinde diese Angst, ja. Ich zeige mich, dass ich dranbleibe und dass meine Feinde das spüren werden, ja. Weil, wie gesagt, du hast hier nicht nur einen Feind, das könnte gut sein, mehrere. Ich denke, du hast hier eine Position und diese Position wird beneidet. Kann aber auch in der Familie sein. Leute, was ich vorhin gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass hier irgendjemand in der Familie deinen Wohlstand nicht teilt oder das nicht sehen kann, ja. Und das kann auch gut sein, momentan geht es dir nicht gut. Momentan hast du nicht mehr diese Kraft, aber du machst weiter. Du könntest dir auch sagen, Katja, ich habe vieles verloren. Meine Geschäfte, laufen nicht immer sehr gut, aber trotz dessen gebe ich nicht auf, ja. Ich bin stark. Ich bin jemand, der kämpft. Jemand, der hier nicht an der ersten Hindernis aufgibt. Und ich weiß, dass hier hinten jemand auf mich wartet. Leute, das ist Wahnsinn, okay? Und auch selber du. Mach dir nicht zu viele sabotierende Gedanken, weil es ist wichtig, dass du jetzt lucido, wie sagt man das, sehr wachsam bist, okay? Sehr, sehr wichtig. Okay, so, jetzt schauen wir mal mit den Tarotkarten, was sie uns hier preisgeben. Also Wahnsinn, Wahnsinn, lieber Krebs, denk jetzt an dich. Sei ein bisschen egoistisch, das darfst du sein.
weil ich denke, die Leute warten hier auf dein Versagen, ja? Warten hier, dass du failst. Und das gefällt mir gar nicht. Du bist hier, das ist Wahnsinn. Du bist hier, wie heißt es? Ah, fällt mir jetzt nicht ein. Sognatore, du bist der, das ist so eine schöne Karte, Leute. Ich liebe diese Tarotkarten. Schaut euch mal das an, das stimmt. Der Narr ist der Träumer, jetzt. Der Narr ist der Träumer, der träumt, der hier startet, der hier wagt. Und jetzt solltest du den Schritt wagen. Du bekommst hier die Bestätigung wieder. Ich weiß nicht wieso, lieber Krebs, aber mach das. Verlasse die Situation, die dir jetzt wehtut. Auf der anderen Seite erwartet dich etwas viel, viel Besseres, ja? Viel, viel Besseres. Guck mal, was du hier hast. Du hast jemand, warte mal, ich stelle sie nach der Reihe, wie sie auch rausgekommen sind. Jemand, der hier nicht korrekt ist. Und du darfst dich jetzt hier auch nicht sabotieren lassen, ja? Das kann gut sein, geschäftlich, allgemein, ja, in deinem Leben gibt es Menschen, die sind wie Geier. Ich weiß, das hört sich jetzt böse an, das hört sich jetzt gemein an, aber diese Leute haben wirklich das schon hinter sich. Was sie den anderen wünschen, wenn man bei uns sagt, wünschst du den Tod jemandem? Hast du den Tod schon bei dir? Man darf das nicht tun, aber es gibt viele Leute, die das tun. Also du hast eine Situation, lieber Krebs, in dem jemand wartet, dass du hier versinkst. Und dass du jetzt versinkst, das ist nicht schön, das ist klar für dich. Aber du wirst hier das schaffen, du wirst es hier überqueren können. Auf der anderen Seite des Ufers wartet etwas auf dich. Und ich denke hier, dass du jetzt mehr Vertrauen hast in dir selbst. Guck mal, wie schön hier der Ritter der Kelche ist. Wow, wie romantisch, aber das ist deine eigene Karte. Du sagst, ich weiß, wie ich das schaffen kann. Glaube nicht diese Person. Glaube nicht diese Person, die hier vielleicht auf dich zutreffen könnte. Sie ist nicht ehrlich, ob das Bruder, Schwester, in der Familie jemand ist. Glaub an deine Gefühle, okay? Du glaubst hier an dich, du glaubst hier an deinen Weg, du wirst das schaffen, aber glaube nicht immer, was die anderen sagen. Die anderen können schön reden, können schöne Sätze sagen, aber in Wirklichkeit wollen sie dir schlecht, okay? Ich sag es mal so, lieber Krebs, sei vorsichtig, ja, wem du hier vertraust, würde ich hier sagen, okay? So, jetzt schauen wir mal hier, mit welchen Sternzeichen, wer diese Menschen auch sein könnten. Du kannst sagen, vielleicht Katja, ist es diese Person vom Sternzeichen, ja, die das tut. Also ich würde hier sagen, lieber Krebs, bitte sei vorsichtig. Glaub nicht dieser Person. Diese Person könnte hier auf dich zutreffen, weil wir haben hier einen Ritter, ja, der Kelche. Du siehst ja hier, sehr romantisch, aber die Karten zeigen hier was ganz anderes, okay? Die Karten könnten hier hinweisen, dass diese Person sich entfernt hat, dass diese Person vielleicht auch gegangen ist von deinem Leben und kommt wieder und wer weiß, was er geplant hat oder sie, ja? Ich weiß nicht, ist es hier jemand aus deiner Familie, ist es hier ein Ex? Du sei trotzdem bitte vorsichtig, weil ich weiß es nicht, was der hier von dir will oder was sie von dir will, ja? Ich bin ganz ehrlich. Okay, schauen wir mal. Das kann gut sein, diese Person hat das bereut, dich zu verlassen zu haben. Er hat das bereut, sie hat das bereut, sie wollte das nicht und im Endeffekt selber schuld. Ja, also Widder, du hast hier einen sehr starken Feuerelement. Mercurio, also du hast, jetzt habe ich zwei gezogen. Du hast hier Zwillinge, Jungfrau, eine Kommunikation. Mond, also ich denke, hier sind auch Dinge, die nicht offenbart worden sind. Skorpion, also Krebs, dein eigener Skorpion ist hier. Und Jungfrau nochmal. Also wenn du jetzt sagst, okay Katja, das könnte hier mein Aszendent Mond, Venus sein. Oder tatsächlich diese Person. Bitte sei vorsichtig, weil das ist wie wenn du aus dieser, sie freuen sich, dass du hier von dieser Niederlage, ja, dass du jetzt sagst, okay, ich habe diese Niederlage, jetzt freue ich mich, dass das passiert. Nein, ja, lass es nicht zu, bleib dran, ja, du wirst dich beweisen. Also du wirst hier beweisen, wer du bist, lieber Krebs, beweise es, ja, beweise es, bleib am Ball dran. Ich kann das dir nochmal erwähnen, weil du wirst es ja schaffen. Glaube an dir. Glaube an dich selbst, ja, ob du Frau oder Mann bist, an deine Träume, an deine Wünsche. Und auf der anderen Seite des Ufers erwartet dich etwas anderes. Wie gesagt, das kann gut sein, dass diese Person hier zurückgekehrt ist oder diese Person seit Jahren sich nicht gemeldet hat und auf einmal auf dich zutreffen wird.
Aber ich denke nicht, dass diese Person dir das geben kann, was du willst. Vielleicht wirst du das dann auch selber merken. Vielleicht merkst du das zu spät. Das ist nicht schlimm, weil wir dann auch die Erfahrung sammeln. Die Seele, wie sagt man das, sammelt das, ja? Die Seele will tun. Die Seele will experimentieren. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, wie hart diese Mauer ist, werde ich dich durch diese Mauer gehen. Also, dann war das halt der Grund. Dann war das eine Mansion der Seele. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, okay? Lieber Krebs, schau dir selber das an, valutiere das, setze es um, wie das geht. Und wenn das nicht für dich ist, lässt du es sein, ja? Ich freue mich über einen Kommentar, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, ja, lieber Krebs, mach's gut. Ciao!